Weitere Möglichkeit bei der audiovisuellen Projektentwicklung ist, dass, wenn man schon mal im Studio ist, dass wir eben auch die Möglichkeit hatten, die Vicecam auszuprobieren. Und die Vicecam war eigentlich unser erster Einstieg in die Welt der Animation, die so wichtig ist bei diesem Film, weil sie uns auch geholfen hat, eine Fantasieform ins Spiel zu bringen, die eben auch die Verdichtung oder die Kürzung und das elliptische Erzählen ermöglicht haben. Diese Vicecam ist eine kleine Wundermaschine, die 2000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Ihr oder sie kennt diese Maschine eigentlich nur von dem berühmten Milchtropfen, der dann in der Werbung in die Kaffeetasse fällt, in super Sonderzeitlupe. Inzwischen ist sie schon etwas mehr verbreitet. 2010, als wir hier im Studio angefangen haben mit der audiovisuellen Stoffentwicklung, hat uns die Firma MBF Hamburg sehr freundlicherweise diese Kamera zur Verfügung gestellt, weil sie interessiert waren, wie wirkt diese sagenhafte Beschleunigung ein, eben nicht nur auf Kaffeesahne, sondern wie wirkt sie ein auf andere Objekte, Flüssigkeiten, vor allem aber aufs Schauspiel, auf Menschen. Kann das interessant sein, diese Manipulation der Zeitachse, ein ganz wesentliches Element von innovativen Filmen machen, was sich in der Schriftform gar nicht abbilden lässt, diese Zeitachsenmanipulation kreativ zu nutzen. Das ist eigentlich das, was wir und die Beine kommen hoch. Also aus der tiefsten Position, aus der Hocke mit dem Kopf, also dass man noch einfach sieht, du musst ja auch die Kante erreichen und drüber kommen. Dass man das sieht. So springst du quasi von oben so drauf. Okay, versuche ich. Ja? So, und bitte? Freude. Freude! Ich glaube, der war hervorragend. Glaube ich nicht. Doch. Ich habe das Gefühl, du bist richtig, du hast Höhe gewonnen. Das haben wir zunächst jetzt probiert im Studio. Dadurch haben das alle auch gesehen. Wir hatten ja ein Trampolin im Einsatz und wir haben festgestellt, dass durch diese Verlangsamung ganz eigene Präsenzformen im Schauspiel auftreten und hinzukommen, die man so bei dem normalen psychologischen Method Acting eigentlich gar nicht sehen kann. Technoide Formen, die auch damit zu tun haben, ob diese kollektive Intelligenz, die wir brauchen, eine rein natürliche Angelegenheit ist, ob das eine technische Angelegenheit ist. Und von dieser Spannung handelt ja auch der Film Art Girls. Wir können uns mal ein paar Proben dazu ansehen. Hier sehen wir einmal Jana Schulz, wie sie vom Fernsehturm fällt, wenn der umknickt und sich der King Kong auflöst. Und die Inspiration zu diesen Dingen haben wir also bei der audiovisuellen Stoffentwicklung gefunden. Es gibt eine andere zentrale Stelle, wenn Nikita Neufeld und Peter Maturana aus der sogenannten flüssigen Stelle, dem Portal, auftauchen. Und da wurde diese Idee weiterentwickelt und das führt schon, naja, in den Bereich dieser pluralen Formen von Animationen, die wir in dem Film haben. Es geht um unterschiedliche Zustände von Animiertheit, von Lebendigkeit. Es gibt nicht mehr einfach nur diesen Zustand zwischen da Tod, da Leben. Georg Seeseln hat ein dickes Buch geschrieben über den Zustand des Untoten, auch ein sehr bedenkenswertes Buch. Daraus können wir aber auf jeden Fall entnehmen, dass wir inzwischen diese Schwelle zwischen Leben und Tod im Negativen, aber eben auch in dem positiven Sinne, dass man sich kreativ damit befassen kann, dass man diese Bereiche der Fantasie erschließen muss, verändert hat. Diese Schwelle ist breiter geworden. Und all die Fantasien von Cyborgs, von technischen Wesen, findet man auf einmal wieder, wenn man einfach bei dieser erwähnten Vicecam-Kamera, das war ein Ergebnis, die Zeitachse manipuliert, das heißt, die Bildwiederholungsrate verändert. Zwischen den 24 oder 25 Bildern, die normal sind und die Echtzeit abbilden. Achtung! Bitte! Danke. Und den 2000 Bildern, die in eine ganz andere Welt führen, in einen ganz eigenen Raum. Das sehen wir hier auch nochmal bei Fiona da Vinci. Da entsteht eben mit so einem eigenen Raum auch ein zusätzlicher Raum der Erzählung. Neben dem Atelier, der Stadt, dem Club gibt es auch mal auch den, gibt es diesen rätselhaften Raum anderer Verhältnisse, wo die Dinge anders miteinander in Verbindung stehen als in unserer dreidimensional abgebildeten oder konstruierten Erlebniswelt. Vielleicht, wenn wir uns das nochmal hier genauer angucken, man sieht jetzt, wie bei dem Auftauchen von Nikita Neufeld die Bildwiederholungsrate erst
auf 1000 gesetzt wurde, dann wieder bei 2000 war. Dann sieht man, wie sie sich in einer bestimmten Kurve verändert. Plötzlich ist sie für einen Moment Schauspielerin, dann ist sie bei einer anderen Geschwindigkeit fast sowas wie ein Cyborg aus dem fünften Element. Und plötzlich ist sie Nikita Neufeld, die sehr überrascht in einer Halle irgendwo in Hamburg oder in Berlin ankommt. Und diese verschiedenen Zustände sind ein Ergebnis von Zeitachsenmanipulation mit der Vicecam. Ich finde, das ist eben auch eine Form der Animation. Aber das hat uns auch dann weiter zu dem Thema, was in einer separaten Lecture behandelt wird, geführt, zur pluralen Animation. Wir haben gemerkt, dass wir es mit verschiedenen Zuständen zu tun haben und haben nun da auch ganz verschiedene Special Effects und Compositing-Experten und Expertinnen gefunden, die ganz unterschiedliche Stile von Animationen in den Film integriert haben. Dazu werde ich mit Tim Liebe sprechen, dem Head of Department Animation.